Die Stadt Fischament setzt weiter auf Elektromobilität. Seit kurzem wurde eine neue E-Tankstelle am Parkplatz des Sparmarktes eröffnet. Wie kam es zu der Kooperation mit Spar? Es freut mich sehr, dass wir eine Kooperation mit Spar zusammengebracht haben, dass wir das Netz von den Stromtankstellen in Niederösterreich vergrößern können. Es gibt ja zurzeit 500 Stromtankstellen in Niederösterreich, aber erst leider 10 bei uns in den neuen Bezirk Bruck an der Leitha. Was kann jetzt alles diese Tankstelle? Nur Autos oder darf man auch zum Beispiel seine E-Bikes aufladen? Es gibt zwei Tankstellmöglichkeiten, also eine so Schnelltankstelle für Autos oder auch für E-Bikes auch eine Tankstelle. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Also für Autos die große Dose, für eine Schnellladung und auch eine kleine 220 Volt für E-Bikes. Auch auswärtigen Gästen möchte man die Möglichkeit geben, deren Autos aufzutanken oder besser gesagt aufzuladen. Da die Ladestation dafür nicht allzu lange braucht, können die Fahrer zwischenzeitlich ihre Einkäufe erledigen oder einen Kaffee trinken gehen. Auf diese Weise soll auch Fischaments Wirtschaft belebt werden. Die Hersteller sagen, das dauert ungefähr 1 bis 2 Stunden eine volle Ladung bei der schnellen Tankstelle. Egal welches Auto es ist? Es kommt auf die Type drauf an. Umwelt ist natürlich, wie gesagt, schon ein wichtiges Thema. Was tut denn sonst noch Fischament, um umweltbewusst zu sein? Wir machen sehr viele Projekte seitens der Umwelt. Wir haben schon 5 Photovoltaikanlagen auf Gemeindebauten installiert zum Einspeisen. Und 2 haben wir, eine auf der Stadtamt und eine auf dem Gemeindebauhof, die was Selbstverbraucher sind und auch dann den Rest einspeisen. Wenn ich jetzt beim Spar nicht aufladen kann oder möchte, könnte ich jetzt noch hier in der Umgebung mein Auto noch woanders zu einer Stromtankstelle bringen? Es gibt, wie gesagt, in den Bezirken, in den neuen Bezirk Bruck an der Leitha 10 Tankstellen und der nächste ist dann in der Raststation Göttelsbrunn. Jetzt ist ja diese Technologie noch ziemlich neu. Wie schaut denn das hier in Fischament aus? Gibt es genug Autos, die bereits auf Elektro umgerüstet sind oder überhaupt Elektroautos sind? Es gibt leider zurzeit nur 2 Elektroautos in Fischament, aber unser ortsansässiger Autohändler bietet schon 3 Typen an Elektroautos und ich glaube, dass das in nächster Zukunft dann auch leistbar wird. Die Gemeinde fährt ja nämlich an, auch mit eigenen Autos. Gibt es Gemeindeautos, die schon Elektroautos sind oder mal werden könnten? Zurzeit gibt es noch keine Elektroautos bei uns in der Gemeinde, aber es ist sicher angedacht, am Bauhof einige Autos vielleicht auf Elektro umzustellen in naher Zukunft, dass wir dort vielleicht 1 oder 2 Autos umstellen. Hat man sich eigentlich schon ausgerechnet, wo jetzt wirklich die Ersparnis liegt, wenn ich Elektroautos fahre? Es gibt einen Rechner im Internet, wo man sich Vergleiche machen kann zwischen Autos, Alternativenergie oder die normale Energie, Diesel oder Benzin. Da ist es zurzeit noch recht gleich, die Kosten, weil der Anschaffungspreis so hoch ist für den Elektroautos. Aber normalerweise, wenn ich mein Auto an die Steckdose anhänge, ist das ja eigentlich ein günstiges Aufladen. Das Aufladen ist sehr günstig, aber der Anschaffungspreis ist leider sehr hoch.